Hey, schön, dass du da bist. Wenn du das erste Mal hier bist, mein Name ist Luke. Herzlich willkommen zu meinem Kanal. Und wenn du wieder hier bist, welcome back. Ja, im heutigen Video möchte ich dir fünf Minimalismus-Routinen für finanzielle Freiheit geben. Es wird ein sehr, sehr schönes Video. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr diesen Finanzcontent etwas mehr auf diesem Kanal haben möchtet. Ich spreche eigentlich sehr gerne darüber, da es ja eigentlich sehr, sehr eng einhergeht mit dem Thema Minimalismus. Aber ich würde sagen, wir reden gar nicht viel im Intro rum. Lass uns direkt anfangen. Ich freue mich sehr auf die 6 Punkte, sogar sehe ich gerade. Und würde sagen, ja, viel Spaß mit dem Intro. Let's go. Ja, kurzer Fahrplan für das heutige Video. Wir werden 6 Punkte haben. Ein Punkt wird auch eine kleine Werbeeinbindung sein. Passt aber, finde ich persönlich, sehr, sehr gut zum Thema heute, weil mir das sehr, sehr geholfen hat. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal direkt an, ja, mit dem ersten Punkt. Ich hoffe, ich kann den relativ gut erklären, weil es ist, glaube ich, für mich ein bisschen schwer in Worte zu fassen. Aber der erste Punkt meint loslassen. Was genau meine ich damit? Also das Ding ist ja, wenn du noch nicht finanziell frei bist, dann liegt das ja wahrscheinlich daran, dass deine aktuelle Lebens- oder Arbeitsweise dich entweder nicht oder noch nicht zur finanziellen Freiheit befähigt. Und wenn es noch nicht so ist, du aber auf dem Weg bist, du weißt, okay, in 4, 5, 6, 7, 10, 20 Jahren wird es soweit sein, okay. Aber wenn es gar nicht so ist, dann gilt es darum, dass du die Dinge, die du jetzt aktuell machst, auch loslassen kannst. Ich gebe dir einfach ein Beispiel von mir. Und hoffe, dass das dadurch ein bisschen besser verdeutlicht wird. Und zwar, als ich angefangen habe mit Social Media, habe ich einige kleine Jobs bekommen, wo ich für einige Unternehmen monatlich Content erstellt habe, also nur für deren Plattform. Und irgendwann war ich aber einfach an einem Punkt, wo die Aufträge, die ich bekommen habe, generell einfach deutlich größer waren. Und diese kleineren Aufträge, die haben sich einfach nicht mehr gelohnt, nicht mehr rentiert für mich. Und für mich war das immer sehr, sehr schwierig, diese Aufträge loszulassen, weil ich habe gesagt, naja, okay, es sind vielleicht nur 250 € im Monat, aber damals wäre ich für diese 250 € sehr dankbar gewesen. Und irgendwann habe ich aber für mich festgestellt, okay, Luke, wenn du zum nächsten Step, zum nächsten Level gehen willst, dann musst du auch bei den alten Sachen loslassen. Das bist dann jetzt einfach nicht mehr du, das gehört jetzt einfach nicht mehr zu deinem. Ich will nicht sagen, Level ist das falsche Wort, weil das klingt so abgehoben, aber es ist einfach nicht mehr deine Arbeitsweise oder wie auch immer. Und das hilft eben einfach, weil wenn du manchmal loslässt und dich in diese Zwangssituation bringst, dass du ein neues Level erklimmen musst, dann gehst du auch nach oben. Das ist so ein bisschen wie beim Bergsteigen. So, du musst auch einen Stein loslassen, damit du zum nächsten kommst. Und nur so kommst du höher und weiter. Und das ist, ich hoffe, ich konnte das gut erklären, aber das ist für mich persönlich echt mega, mega wichtig. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, zu verstehen, und das ist mir insbesondere sehr, sehr wichtig, dass man wirklich kein Arschloch sein muss, wenn man Geld macht. Und ich sage das auch in dem Punkt so deutlich, weil ich habe immer das Gefühl, dass viel Geld machen damit assoziiert wird, dass du ein unsympathischer und uncooler und egoistischer und Mensch bist, der auch sowieso die Umwelt nicht beachtet und so weiter. Dem ist nicht so. Natürlich gibt es diese ganzen Leute da draußen und vielleicht gibt es davon auch viele Leute da draußen, aber ich kenne halt auch einen Haufen Leute, die sind eben nicht so. Die machen halt locker ihre 10.000, 20.000 € und fahren trotzdem noch mit der Bahn. So, ich und Vicky, wir verdienen jetzt auch wirklich viel Geld, wir haben trotzdem noch unser Fahrrad, wir leben halt nicht anders. Und man kann eben auch einfach mit Geld unglaublich viel Gutes für sich tun, aber eben auch für andere. Und wenn man sich auch so ein bisschen anschaut, was einen ja glücklich macht, dann ist ja auch, es gibt so 3 Variablen und die eine Variable ist eben, was für andere zu tun. Und für mich ist es zum Beispiel ein unfassbar schönes Gefühl, immer Kleingeld dabei zu haben, also 50 Cent oder 20 Cent, die ich jemandem geben kann, der halt gerade bedürftig ist, ohne dass ich mir dann denken muss, oh, davon hätte ich mir aber das kaufen können. Und ja, das ist mir irgendwie einfach ein wichtiger Punkt zu sagen. Und der dritte Punkt ist, dass du nichts kaufst, was dich finanziell belastet. Das ist, finde ich persönlich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du jetzt etwas mehr Geld verdienst und du kaufst einen Schrank und der Schrank kostet 2.000 €, was ja schon relativ viel ist für einen Schrank, je nachdem, wie groß er ist, aber es gibt auch deutlich günstigere Schränke, und du kaufst einen Schrank auf einmal, dann ist das Geld so gesehen weg. Und dieser Schrank, der belastet dich aber nicht langfristig, denn selbst wenn du irgendwann mal wieder Geld brauchst, könntest du diesen Schrank theoretisch verkaufen. Natürlich für deutlich weniger, trotz alledem kann er jede Zeit wieder dein Haus sozusagen verlassen oder dein iPad oder eine Uhr oder so. Wenn du jetzt allerdings Dinge aufnimmst, die dich über längere Zeit finanziell belasten, also Kredite für ein Haus, Auto,
Handy, dann kannst du dich nicht so einfach davon lösen. Das ist wie, das ist halt so, du gehst damit in eine Beziehung ein. So, du musst dann halt diesen Kredit über die Jahre abbezahlen. Und ich sage nicht, dass es schlimm ist, einen Kredit zu nehmen. Ich meine, viele Leute, die haben ihr Traumhaus dadurch finanziert oder sagen, hey, für mich ist ein Auto einfach notwendig oder ich brauche ein neues Handy. Ist ja auch völlig okay. Es ist, glaube ich, einfach nur wichtig, sich klar zu machen, dass wenn du halt diese Dinge eingehst, dann bist du daran eben erstmal gebunden. Und ich glaube, man sollte sich dann klar darüber werden, dass man in 5 Jahren, je nachdem, wie lange der Kredit jetzt läuft, dann immer noch so viel Geld machen muss und immer noch in derselben Lebenssituation sein muss, dass man eben diese monatliche Rate aufbringen kann. Wenn du aber eben überwiegend Dinge kaufst, die dich nur einmal belasten, du in 5 Jahren dann aber sagst, du weißt was, ich lasse noch 2 Tage die Woche arbeiten, ist das in dem Punkt kein Problem, weil du nicht diesen Ballast hast. Ich hoffe, ich konnte das ganz gut erklären, erläutern in dem Punkt. Und der dritte Punkt ist Lesen. Und hier kommen wir auch auf die Werbeeinbindung, die möchte ich hier integrieren, und zwar mit Blinkist. Lesen hat mir unfassbar viel geholfen. Ich habe dir erzählt in meinem vorletzten Video zum Thema Finanzcontent, dass es mir unglaublich viel gebracht hat, Content zum Thema Finanzen zu konsumieren, per Video, aber auch per Buch. Und Lesen ist einfach unfassbar hilfreich, ja, auf der einen Seite. Also ich finde, es gibt ganz, ganz viele tolle Finanzbücher. Aber natürlich ist es auch so, dass dir kein Finanzbuch der Welt wird dir eine genaue Anleitung zum finanziell Freiwerden geben, weil die gibt es einfach nicht. Es gibt tausende Wege und tausende Möglichkeiten. Aber es gibt eben Eckpfeiler. Und das Schöne bei Blinkist ist, dass du durch diese 15- bis 20-minütigen Zusammenfassungen relativ schnell, kurz, prägnant und wie ich persönlich finde, auch relativ schön präsentiert, aufs Ohr oder gelesen, die wichtigsten Insights aus Büchern bekommst. Und so hast du die Möglichkeit, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Büchern relativ schnell die wichtigsten Punkte für dich zusammenzusammeln, dir ein Gerüst zu bauen und dich dann an dem Gerüst hochzuklammern. Also damit meine ich, du weißt, okay, es ist wichtig, so zu investieren, so eine Sparrate zu haben, diese Gewohnheiten zu haben, und dann kannst du dein Leben sozusagen daran entlanghangeln mit deiner Idee oder mit deiner Arbeit, die du eben hast. Und ja, es gibt bei Blinkist eine coole Funktion, die nennt sich Blinkist Connect. Das heißt also, da gibt es eine 2-für-1-Partnerschaft. Das heißt, du und wer auch immer, ihr könnt dann sozusagen zum halben Preis das Ganze machen. Und ich kann dir das sehr empfehlen. Ich liebe die App, das ist eine meiner Lieblings-Apps auf dem Handy. Ich hatte die auch schon lange, bevor wir zusammengearbeitet haben. Und ja, genau, ich habe dir auch den Link, also meinen Link zur persönlichen Blinkist-Seite, habe ich dir unten verlinkt. Da kannst du mal nachschauen, wenn du dir die App holen möchtest. Ja, und dann der vierte Punkt ist, dass du verstehen darfst, dass Menschen bereit sind, für deine Leistung wirklich viel Geld zu bezahlen. Und das ist eine ganz wichtige, weil das ist keine Gewohnheit, aber es ist, glaube ich, etwas, das man sich klar machen sollte. Weil ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe im letzten Jahr war das, sollte ich ein der Werbevideo ist Quatsch, aber ich sollte ein Video für Lieferando drehen, wo ich eben zeige, wie der Lieferando-Alltag aussieht. Aber ich arbeite ja gar nicht bei Lieferando. Und dann haben die mich dafür engagiert, dass ich eben da so einen Tag bei Lieferando bin und da so ein Video draus mache. Und theoretisch hätten die auch einfach einen von ihren Fahrern und von ihren Fahrerinnen nehmen können und denen sagen können, hey, film dich einfach mal die ganze Zeit beim Ausfahren. Wir geben dir dafür irgendwie 100 Euro extra oder so am Tag. Und die hätten gesagt, ja, hey, kein Problem. Bei mir haben sie halt das Vielfache bezahlt. Und das zeigt einfach, wie viele Menschen dafür bereit sind zu zahlen, wenn das, was du machst, gut ist und wenn es gefragt ist. Und ja, und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch du eine Gewohnheit oder ein Skill, also eine Fertigkeit hast, die auf dem Markt, sage ich jetzt einfach mal, auch da draußen in der Welt, ja, sehr, sehr viel wert ist. Und der letzte Punkt ist die Gewohnheit, 1.000 Euro abzuheben oder wie viel Geld auch immer. Aber für mich ist es zum Beispiel unfassbar wichtig, dass ich von dem Geld, was ich reinbekomme, so wenig wie möglich in meine eigene Tasche stecke. Also in meine eigene Tasche meine ich jetzt für Konsum irgendwie, für dass ich mir irgendwelche Sachen kaufe. Sondern bei mir ist es so, dass ich mir einmal eine größere Menge Geld abhebe, 500 bis 1.000 Euro. Und das führt dazu, das ist unfassbar, dass die, also das ist so ein Zwischenpunkt, die meisten Menschen, denen fällt es unfassbar schwer, 500 Euro mit sich zu tragen, weil sie denken, das Geld wird ihnen geklaut, sie verlieren es oder sie geben es aus. Ich persönlich, ich wurde noch nie beklaut, deswegen fällt das raus. Klar, ich will jetzt nicht abends mit 500 herumlaufen, aber so in der Stadt ist eigentlich relativ unwahrscheinlich. Klar, kann natürlich passieren.
Geld verlieren, ich habe jetzt auch noch nie in meinem Leben 500 Euro verloren. Und Geld ausgeben, das ist eben der wichtige Punkt. Das führt dich einfach dazu, dass du unfassbar diszipliniert mit dem Geld bist. Und damit meine ich auch hier nicht irgendwie geizig oder cremig oder kein Geld ausgeben. Kannst du ja gerne machen. Aber du gewöhnst es dir einfach an, wie wichtig es sein kann, Geld zu haben und nicht Geld auszugeben. Und bei mir ist es so, dass ich eben jetzt dieses Bargeld habe und Vicky, weil Vicky jetzt die ganzen Finanzen für uns managt, die weiß einfach, okay, sobald wir Steuern und Fixkosten und so weiter alles bezahlt haben, geht der Rest einfach automatisch ins Spar- und oder ins Investierkonto. Und das führt halt dazu, dass man, ja, das ist halt finanzielle Freiheit, weil ich eben weiß, okay, das Geld ist da, ich kann theoretisch mir mal meine Drohne reparieren, wenn sie kaputt gegangen ist, oder mein Handy reparieren, oder ich kann mal zu einem Junggesellenabschied zu meinem Cousin nach London fliegen oder so. Also diese ganzen Sachen, die sind ja eigentlich das, was einem Freiheit gibt, und das hängt ja auch so ein bisschen mit den Finanzen zusammen, und deswegen ist das für mich ein sehr wichtiger Punkt. Ja, ich hoffe, das war heute alles verständlich. Es ist manchmal ein bisschen schwierig für mich, das in Worte zu fassen, aber ja, ich freue mich sehr auf deine Feedback und bedanke mich auch bei dir sehr, dass du bis zum Ende zugeschaut hast. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Mach's gut und bis dahin. Glück.